Das ist der Beta 85X HD 4S mit dem neuen 32-Bit SCS-Board, der jetzt für 4S Lipo-Akku geeignet ist. Der F4 hat neue Anschlüsse, sodass die Haube komplett abgenommen werden kann. Es wird also nicht mehr gelötet. Auch der Empfänger hat einen Stecker zum F4-Board. Unten der 35 ESC-Board, der D-Shot 1200 kann. Die Motoren sind auch neu mit weniger KV, also 5000 KV statt früher 6000 KV. Er wiegt 79 Gramm und mit dem 450 Ma 4S Lipo stolze 134 Gramm. Das ist viel Gewicht für einen 2 Zoll Racer, die sich beim Fliegen bemerkbar machen. Ansonsten haben wir den guten 2 mW Videosender mit der Super AX2 Antenne. Geflogen habe ich den 85X mit 4x450 mAh Lipo Akkus ohne Probleme. Der X85 ist nicht das schnellste. Das Gewicht ist zu spüren, aber man kann sauber alle Kunststücke fliegen. Das Gewicht stört vielleicht beim Fliegen, aber für die HD-Aufnahmen ist das optimal. Auch bei Wind am Meer ist hier bei dem Fliegen nichts zu spüren. Mit einem leichten Mobula 7 HD kann man hier nicht so fliegen. Der Beta 85X gefällt mir immer noch sehr gut. Besser als Mobula 7. Die HD-Videoaufnahmen gelingen viel besser. Besser als bei UR 85HD, obwohl der UR 85HD wiederum besser zu fliegen ist, wegen dem weniger Gewicht. Aber das HD-Videobild zittert immer etwas bei dem UR 85, was beim Beta 85X nicht der Fall ist. Also Mobula 7 HD ist klasse, um im Garten zwischen den Bäumen zu fliegen, aber schlecht für Loopings. Uru AV UR 85HD lässt sich sehr gut fliegen, wegen weniger Gewicht und 2 Zoll Propellen. Der Beta 85X HD 4S macht aber die besten Video-HD-Aufnahmen in allen Disziplinen, ob langsam im Garten oder mit allen Loopings, auch beim windigen Wetter. We'll be right back.